Herzlich willkommen zu Gitter Online. Im heutigen Video zeige ich euch, wie ihr dieses Outfit für den männlichen Charakter bekommt. Es handelt sich hierbei um einen Transferglitch. Das heißt, ihr verliert all eure Outfits, außer das, was ihr gerade anhabt. Ich habe mich für dieses Outfit entschieden, also zieht es an, welches ihr behalten möchtet und der Rest ist dann gelöscht. So, jetzt geht ihr auf Online und in die Charakterauswahl. In der Charakterauswahl wählt ihr nun euren Zweitcharakter, der muss weiblich sein. So, auswählen, zack, zack. Level und so könnt ihr übernehmen. Spielt keine Rolle. So, dann sehen wir uns gleich im Kleidungsgeschäft. Im Kleidungsgeschäft gehen wir zuerst mal auf Stil-Accessoires und gucken, dass wir keine Accessoires haben. Jetzt müssen wir ein einziges Outfit erstellen. So, unter Hosen gehen wir auf Lederhosen. Schwarze Rippen-Lederhose. Zieht diese an. Gut. Dann gehen wir zu Schuhen, unter Sportschuhe, die blaue Sportschuhe. Zieht auch diese an. So, hopp, gut. Handschuhe nehmen wir die schwarze Wollhandschuhe. Unter Sportoberteile wählen wir das gelbe Baseball-T-Shirt. Unter Lederjacken brauchen wir die burgundrote JC-Jacke. So, dann haben wir schon ziemlich viel. So, wenn ihr das habt, geht ihr ins Interaktionsmenü auf Inventar, Panzerung und wählt die Standardpanzerung aus. Also die schwarze Standardpanzerung. Wenn ihr das habt, gehen wir jetzt noch zu Kappen vorwärts. Broker Flitted Kappe. Wählt diese aus. Und dann unter Freizeitbrillen die kupferfarbene marmorierte Freizeitbrille. So, wenn ihr das habt, dann speichert ihr das Outfit. Das ist auch das einzige Outfit. Speichert es am besten auf den Slot 1. So, bevor wir weitergehen, geht ihr nochmal auf Standard-Outfits, zieht kurz eines an, speichert es kurz auf den zweiten Slot. Und dann geht ihr ins Interaktionsmenü auf Stil, wechselt wieder auf das erste Outfit, um unten rechts die Ladeschnecke zu aktivieren. Wenn die gekommen ist, könnt ihr wieder auf die Outfits und das Standard-Outfit wieder löschen. Das hat nur mit der Speicherung zu tun. Dann geht ihr auf Online und in den Editor. Im Editor geht ihr auf Erstelle ein Rennen und auf Einführung. Diese Meldung könnt ihr mit X bestätigen. Wenn ihr hier seid, geht ihr dann wieder auf Online und zurück in die Charakterauswahl. In der Charakterauswahl löscht ihr jetzt nun den weiblichen Zweitcharakter. Löschen. Löschen. Gut. Und jetzt, wenn ihr hier seid, dann fängt ihr an, Kreis zu spammen die ganze Zeit, bis ihr am nächsten Ladebildschirm seid. Kreis, Kreis, Kreis. Gut, ihr könnt aufhören. Im Story-Modus gehen wir dann auf Online, Gitter Online spielen, Los oder Sitzung nur für Spieler mit Einladung. In der Lobby angekommen, speichern wir nun unser Outfit, welches wir ja noch besitzen, speichern wir ab. So, Transfer hat auch funktioniert und jetzt müssen wir noch kurz ins Kleidungsgeschäft. Im Kleidungsgeschäft geht ihr auf Deadline-Outfits und wählt das Deadline-gelbe Outfit. So, jetzt geht ihr auf Online, Jobspielen von Rockstar erstellt, auf Versus und in den Corruptor Cop. Im Corruptor Cop müsst ihr hier Kleidung auf in Besitz stellen, ist ganz wichtig. Und dann wartet ihr, bis jemand euch beitritt oder ihr wartet auf einen Freund. So, hier switcht ihr jetzt einmal nach rechts und hier habt ihr das fertige Outfit. Ihr seht die Kappe und die Brille. So, jetzt geht ans Interaktionsmenü, auf Stil, Accessoires, einmal nach links, um den LCD-Ohrhörer anzuziehen und verlässt übers Handy den Job. Den LCD-Ohrhörer kriegt ihr bei Ammonation. Das hat den Sinn, dass man die Kappe nicht verliert. So, jetzt könnt ihr den LCD-Ohrhörer wieder mit einmal nach rechts ausziehen und dann speichert ihr das Outfit. So,
Aber wer natürlich einen kugelsicheren Helm drauf möchte, zieht sich jetzt einen kugelsicheren Helm an. So, ich habe den schwarzen. Und dann müsst ihr auf ein Teleskop zurennen. Also ihr seht ja, das Outfit ist nicht mehr so, wie es war. Ihr rennt drauf zu und spammt Steuerkreuz rechts, bis euer Charakter stehen bleibt und der Helm weg ist. Dann geht ihr erneut ins Interaktionsmenü auf Stil und wählt erneut das Outfit, was ihr jetzt vorhin gespeichert habt. Und so habt ihr jetzt noch den kugelsicheren Helm drauf. Also könnt ihr selber entscheiden, wollt ihr die Cappy oder den kugelsicheren Helm. So, dann würde ich sagen, sind wir auch am Ende des Videos angekommen. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zusehen. Ich hoffe, euch gefällt dieses Outfit. Und ihr könnt gerne meiner öffentlichen Crew beitreten oder meiner Community joinen. Alle Infos stehen in der Videobeschreibung verlinkt. Wenn ihr Geld in GTA Online braucht, dann schaut doch mal bei Biertrinker LP vorbei. Der macht immer öfters nice Money Glitches. Gut, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Macht's gut, bis dahin und tschüss. Ciao, ciao.